Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute machen wir mal einen Ruckzuck-Gurkensalat im Thermomix. Ich muss zugeben, ich habe mich ein bisschen schwer damit getan, diese Gurke zu zerschreddern, aber ich bin sehr experimentierfreudig und was habe ich schon zu verlieren, außer eine Gurke? Man kann es ja mal probieren. Also habe ich eine Gurke in den Thermomix in Stücken da reingeschmissen und dann so Petersilie, ich schätze mal so 1 bis 1,5 Esslöffel mögen das gewesen sein. Damit zugegeben. Dann kommt Öl da rein. Ich habe jetzt Rapsöl genommen, aber da ich ja sparsam mit Öl umgehe, habe ich jetzt auch nur ungefähr 1 Esslöffel da reingetan. Dann normaler Branntweinessig, der helle, den nehme ich ganz gerne. Es funktioniert aber besser, wenn ihr Essigessenz im Haus habt, weil die Gurke ja noch sehr wässert, dann dürft ihr mit dem Essig nicht zu sparsam sein, wenn ihr normalen Essig nehmt. Dann Salz, auch nicht zu sparsam. Ich habe jetzt mal so einen guten Teelöffel genommen und Pfeffer ordentlich. Und dann, was ja bei Gurkensalat auch nicht fehlen darf, das ist noch etwas Zucker. Ich habe jetzt 1 Esslöffel Rohrohrzucker da noch hinzugetan. War mir hinterher so ein kleines bisschen zu süß, aber das ist ja auch Geschmackssache. Das Ganze habe ich jetzt wirklich nur ganz kurz, erstmal so 2-3 Sekunden auf Stufe 4, 4,5 so mal laufen lassen, weil ich jetzt erstmal gucken wollte, wie es aussieht. Ich mochte das jetzt nicht zu fein haben. Da kann man dann lieber nochmal eine Sekunde nachlegen. Und jetzt seht ihr erstmal das erste Ergebnis. Das war mir jetzt noch ein kleines bisschen zu grob und dann habe ich halt nochmal eine Sekunde das nochmal durchgemixt. Und das war es im Grunde genommen schon. Das ist der Gurkensalat. Ihr könnt den noch im Linkslauf, habe ich das glaube ich hinterher noch gemacht, ein bisschen verrühren, aber das ist eigentlich nicht nötig. Das seht ihr jetzt hier. Ich habe das jetzt noch mal ein paar Sekunden im Linkslauf verrührt, damit sich das alles noch so ein bisschen gut verbindet. Aber das würde ich ja beim nächsten Mal auch nicht machen. Das ist ja eigentlich gar nicht erforderlich. Das Ganze habe ich jetzt in eine Schüssel umgefüllt. Das Wichtigste ist natürlich bei dem Gurkensalat, der muss nochmal gut durchziehen. Je länger der da durchzieht, umso besser schmeckt er. Ist mal gewöhnungsbedürftig, eine etwas andere Konsistenz zu haben im Gurkensalat. Man kann die Soße natürlich auch extra machen und die Gurke reinhobeln. Ich fand es auf jeden Fall ganz lecker. Vielleicht eine kleine Inspiration für euch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.